Ja, es gibt ein paar Neuheiten und Änderungen hier auf Waldhöhlerpartie in unserem Buschkraftareal und ich lade dich ganz einfach ein, bei dieser Plauderei dabei zu sein, wenn dir das irgendwie interessiert. Also, legen wir los. Ja, hallo und willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt ein paar Änderungen hier bei uns auf Waldhöhlerpartie im Buschkraftareal und die schauen wir uns der Reihe nach an. Und ich würde sagen, wir fangen bei Nummer 1 an und zwar das ursprüngliche erste Camp, das wir überhaupt gestartet haben, das René Rossmann Bushcraft Camp. Hier im Areal und das ist das wildeste Camp, das wir haben und das ist so richtig urtümlich meiner Meinung nach. Ja, wir haben hier keinen Strom, es gibt zwar ein Klo, das ist ganz klar, aber kein Strom, wirklich irgendwo im Nirgendwo. Es war aber bis jetzt, bis Ende 2022 immer ein Zelt mit dabei, ein großes Campingzelt. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn dich das erste Video interessiert, oben beim i-Klicken. Das haben wir aber jetzt abgebaut. Das ist ab jetzt, ab der Saison 2023, nicht mehr mit dabei. Es bleibt sonst alles gleich. Du kannst das alles ganz normal mit, du kannst dein eigenes Zelt wieder mitnehmen. Aber wir haben hier jetzt im Buschkraftareal, also im Buschkraft Camp Nummer 1, kein Zelt mehr. Wenn dir ein Zelt wichtig ist, dann musst du ja entweder das Camp Geißenberg wählen, dort ist noch immer das Zelt, das ist auch ein Stromanschluss übrigens, oder das Buschkraft Camp Nummer 2, auch dort bleibt das Zelt bestehen und auch dort ist ein Stromanschluss. Und warum ist das so? Wir hatten hier im Zelt, ja, das Zelt, einen Ofen. Und diesen Ofen braucht man, denn hier im Gebirge wird es manchmal einfach kühl. Oder stell dir vor, du bist auch im Sommer hier und es regnet. Ja, es wird einfach klamm. Und dieser Ofen, der ist relativ energieintensiv. Nämlich jetzt nicht von unserer Seite, sondern von den Leuten, die da sind. Das Holz muss klein gemacht werden. Das Holz muss immer wieder nachgelegt werden. Es muss immer wieder aufgemacht werden. Es muss ein Zug entstehen. Wenn Tiefdruck ist, drückt es das runter. Also es ist einfach extrem kompliziert und viele Leute haben sich einfach nicht wohlgefühlt. Und da haben wir gesagt, wir machen das ganz einfach anders. Und zwar, es gibt hier dieses Zelt nicht mehr. Du kannst mit deinem Zelt kommen. Du hast hier die Feuerstelle. Du hast hier alles. Es bleibt alles so, wie es ist. Aber gibt es nicht mehr. Wenn du dieses Glamping-Zelt nutzen willst, weichst du aus auf Bushcraft Camp Nummer 2 oder den Geißenberg und dort gibt es ja einen Stromanschluss und dann kannst du dort zum Beispiel mit einer Elektroheizung das Ganze betreiben. Das ist feiner, bringt mehr und ist einfach mehr Komfort. Deswegen haben wir das gewählt. Das war jetzt Update Nummer 1. Ja, es gibt einen neuen Platz jetzt ab 2023 und zwar ja, den Standplatz Steininger oben beim i-Klicken, wenn dich das interessiert. Das ist für all jene, die motorisiert unterwegs sein wollen, Wohnmobil, Wohnwagen oder mit einem SUV mit Dachzelt. Das ist die Idee dahinter. Wir hatten da sehr viele Anfragen dazu und haben uns gedacht, ja, warum auch nicht? Einzellage in einer Sackgasse, wunderbarer Ausblick, ein traumhaftes Ambiente, ein sehr, sehr schöner Platz mit wunderbarer Aussicht, aber trotz alledem mit dem Wohnmobil erreichbar. Ja, auch das gibt es ab 2023 als kleine Neuheit. Ja, Wildland-Zeltplatz. Wenn du den noch nicht kennst, gebe ich da oben den Link beim i und auch da gibt es ein paar Neuerungen und darüber möchte ich sprechen. Bevor ich die Neuerung beschreibe, möchte ich dir dieses Ding hier zeigen und zwar einen Hering. Das Ganze hier ist ein Platz für eine kleine Gruppe. Und jetzt kommen hier immer wieder Leute her und es braucht einfach ein Zelt hier. Es gibt hier kein Zelt. Und ich kann dir nur eines sagen, das ist hier hinter mir, wie du vielleicht siehst, ein stillgelegter Steinbruch, ich nenne das jetzt mal so salopp. Da ist hier ein harter Boden. Nimm einen gescheiten Hering mit. Also nicht die Billigsdorfer Aluminium-Heringe, da schlägst du nämlich rein und es macht klick, sondern besorgt da was Gescheites. Ich werde da unten den Link geben zu einem richtig fetten Hering, wo du, und mit dem kannst du dann einschlagen. Nimm da einen schönen Hammer mit oder ein gutes Beil zum Einschlagen, das wirst du brauchen. Das ist einmal Punkt A. Und Punkt B, wir sind hier mitten im Wald. Also da ist rundherum einfach Wald. Wunderbare Aussicht, aber Wald. Und es ist so, dass wir, ja, wir merken das hier auch im Mittelgebirge, dass es Perioden gibt, wo es halt extrem heiß wird und extrem trocken. Und aus Sicherheitsgründen werden wir hier am Wildland-Zeltplatz einen eigenen Gartenkamin herstellen. Und zwar von Firestar. Wenn dich das interessiert, gebe ich da oben den i. Klick dort einmal drauf. Da siehst du den Ofen nämlich schon in einem Video, das ich schon veröffentlicht habe. Und zwar zum Standplatz, den wir ja jetzt auch neu haben. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Und ja, so ein Teil werden wir herstellen. Nämlich
natürlich dann, wenn es einfach Waldbrandgefahr gibt und es einfach gefährlich wäre, damit du trotzdem dein Feuer machen kannst, aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit für dich und natürlich für den Wald gegeben. Ja, wir haben auch einen eigenen Badeteich, ja, seit der Saison 2022 im Einsatz, der auch Teil des Buschkraftareals ist. Das bedeutet, du kannst, egal wo du bei uns einquartiert bist, im Sommer, aber auch im Winter, wenn es dir Spaß macht, diesen Badeteich hier nutzen. Ich möchte dich aber vorwarnen. Der ist wirklich kalt, sehr kalt, extrem kalt. Ja, wenn es heiß ist, ist das natürlich super, ist das eine schöne Abkühlung. Jetzt aktuell im Herbst oder im Winter würde ich das nicht unbedingt nutzen, aber natürlich liegt das an dir. Er steht allen Buschkraftarealbesuchern offen. Ja, und die Frage kommt auch immer wieder, Rainer, wie ist es mit dem Wintercamping? Das hatten wir ja letztes Jahr einfach einmal getestet, einmal ausprobiert, und interessanterweise gab es ganz viele Leute, ich sage nicht Verrückte, nein, ich sage wirklich Leute, die das Wintercamping ausgenutzt haben. Denn was ist das Wintercamping? Noch einmal ganz kurz, ist alles billige Eigenwerbung hier natürlich. Du hast das Haus Haslerrotte hier zur Verfügung, das heißt, du hast einen sicheren Platz auf der einen Seite mit Strom, mit Telefon, mit einfach allem Warmwasser, aber hast auch die Möglichkeit, das Buschkraft Camp zu benutzen, wenn es da einfach zu eng wird und sagst, okay, es geht sich einfach nicht aus, es wird zu kalt, es hat zum Beispiel minus 15 Grad und ich halte nicht mehr aus, dann gibt es eben dieses Kombi-Angebot, auch das gibt es heuer wieder. Also das passt ganz gut. Wir werden das wahrscheinlich immer wieder tun. Schau einfach auf unserer Webseite vorbei, dann siehst du das Angebot Wintercamping. Ich glaube, dass sich das etabliert hat und es einfach viele Leute gibt, die diese Extremerfahrung auch einmal nutzen wollen. Aber gut, das ist ein kleines Update. Es bleibt auch, wie gehabt, unsere 3D-Ziele zum Mini-Bogenparcours, ich nenne das jetzt mal so, auch der bleibt natürlich, und auch es bleibt weiterhin alles so, wie es ist, dass du mit deiner Armbrust und mit deinem Bogen die hier nutzen kannst. Also auch das ist alles im Lot. Ja, es gäbe noch so viel zu sagen. Es gäbe noch so viel zu sagen, es gibt noch so viel zu entdecken und auch so viel zum Herzeigen hier im Buschkraftareal. Und es ist ganz beachtlich, wie das eigentlich gewachsen ist. Dass wir angefangen haben mit einem Camp und einem Zelt und sich das über die Jahre jetzt so entwickelt hat, dass wir, ja, wir haben die Melkstadthütte, wir haben das, unser Haus am wir haben die Melkstadthütte, wir haben das Weidehaus, ja, am Hinterstaff, wir haben die Wildlandfarm, wir haben hier das Haus Haslerrotte und dann weiter unten haben wir die Wildlandhütte. Dann die ganzen Camps dazu, jetzt unser neuer Stellplatz, der Standplatz am Steininger. Ich bin ganz hin und weg und mag mich ganz einfach bei dir bedanken, bei all jenen, die das Ganze möglich gemacht haben, weil ihr zu uns kommt, in unser Buschkraftareal auf Waldhüller.at. Es ist einfach absoluter Wahnsinn und da mag ich mich herzlich bedanken. Mag mich auch bei allen bedanken, die hier das Werkel am Laufen halten, sei es vom Fritz, der das Ganze hier verwaltet und organisiert, bis zu den Mitarbeitern, die Rasen trimmen, die aufräumen, die dafür sorgen, dass die Straßen passierbar sind, also die ganzen, es sind so viele Leute, die an diesem Projekt hier mitarbeiten, und da mag ich mich auch einmal ganz herzlich bedanken dazu. Jetzt bleibt mir Nummer eins, billige Eigenwerbung zu machen. Komm vorbei auf waldhüller.at und schau, ob es ein passendes Angebot auch für dich gibt. Ob es ein Zeltplatz ist oder ein ganzes Haus, ob es im Winter ist oder im Sommer, im Herbst. Waldhüller.at ist einfach eine großartige Sache. Und ich werde jetzt hier noch ein paar Minuten sitzen bleiben und die Sonne genießen, denn die ist eh bald wieder weg hier jetzt im Herbst. Danke fürs Dabeisein, dein Rainer Rossmann, und Waldurlaub genießen.